Hi Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt eingeschaltet, um zu erfahren, wie das Staatsexamen abläuft. Dann seid ihr hier goldrichtig. Wir werden heute nicht nur die Sommeredition Red Bull in der Variante Coruba Holunderblüte probieren, sondern auch darüber reden, wie denn das Staatsexamen abläuft, was es zu beachten gilt und was generell so meine Tipps für diese Phase sind. Also nicht unbedingt für die Examensphase, sondern für die Zeit, in der ihr dann das Examen tatsächlich schreibt. Falls euch das interessiert, dann folgt gerne diesem Kanal. Ich bin Steffi, 24 Jahre alt und drehe hauptsächlich Videos rund um mein Leben als Jurastudentin, teilweise aber auch eben wie dieses Video hier themenbezogen zum Jurastudium an sich, gebe Tipps und versuche euch durch diese anstrengende Lebensphase zu helfen. Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram und TikTok folgen, da bekommt ihr noch mehr Einblicke rund um das Jurastudium @thedailysteffi. Habe ich euch unten alles verlinkt. Und jetzt starten wir rein in das Video. Ich weiß nicht, ob ihr das schon probiert habt oder bei irgendwelchen anderen Influencern gesehen habt. Keiner konnte mir sagen, was Coruba ist. Und ihr könnt auch gerne eure Lieblings-Red Bull-Sorte probieren. Das ist schon viel zu viel Werbung für Red Bull, für die ich nichts bekomme. Keinen Cent, weil ich bin natürlich kein Red Bull-Star-Athlet wie andere Menschen. Starten wir mal mit dem Abend oder dem Tag vor dem eigentlichen Staatsexamen. Also wer ganz neu ist oder vielleicht noch gar nicht Jura studiert und auf dieses Video aus reinem Interesse geklickt hat, kurze Zusammenfassung, wie das Staatsexamen denn generell abläuft. Das erste juristische Staatsexamen besteht aus 6 Klausuren, 3 davon im Zivilrecht, 2 in Örecht und 1 in Strafrecht. Das sind die schriftlichen Klausuren und anschließend folgt noch eine mündliche Prüfung. Zu dieser mündlichen Prüfung wird man aber auch erst eingeladen, wenn man einen bestimmten Notendurchschnitt in den schriftlichen Prüfungen hat. Das ist roundabout bei 3,85, um genau zu sein, weil sie dann davon ausgehen, dass du dich in der mündlichen so verbessern wirst, dass du auf 4,0 kommst und dann bestanden hast. So kenne ich persönlich die Regelung. Gott sei Dank musste ich aber nicht von dieser Regelung Gebrauch machen. Aber so ist die Einordnung. Das heißt, man beginnt mit den schriftlichen Prüfungen. Und diese 6 Klausuren sind dann mehr oder weniger gleichmäßig auf 2 Wochen verteilt. Also ich habe jetzt halt im Märztermin 2024 tatsächlich relativ schön am Mittwoch begonnen und hatte dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag Zivilrecht. Und dann war Zivilrecht abgeschlossen, was zum einen gut ist, um sich vielleicht nochmal am Wochenende mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen. Und dann hat man nur noch Örecht und Strafrecht. Es ist aber auch mal gut, um so ein bisschen so eine Zwischenetappe zu meistern, finde ich. Die Klausuren beginnen immer um 8.30 Uhr. Ihr solltet schon am ersten Tag deutlich früher da sein. Ihr könnt ja dann ein bisschen gucken, wie der erste Tag so gelaufen ist und anhand dessen dann entscheiden, wie viel später ihr euch zutraut, dann die folgenden Tage zu kommen. Weil ich hatte das Glück, dass mein Papa mich die ganze Zeit immer gefahren hat, also beide Staatsexamenstermine, versucht da vielleicht auch nicht zu sehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu bauen oder irgendwie jemanden zu haben, der euch theoretisch notfalls fahren könnte, weil da immer gerne dann auch irgendwie gestreikt wird oder so. Das hatten wir auch jetzt im letzten Termin wieder, da wurde, glaube ich, die ganze Woche gestreikt. Und man kann ja auch schlecht irgendwie 6 Tage mit dem Taxi fahren. Deswegen versucht da Plan B und vielleicht auch Plan C zu haben. Genau, ansonsten, also ich war dann schon immer relativ früh da, weil meine Eltern da auch in der Nähe gearbeitet haben und einfach generell früher dann zu arbeiten eben mussten. Ich war immer schon so um 7:30 da, das ist schon tendenziell ein bisschen früh, aber vielleicht auch am Anfang gar nicht schlecht. Man kann sich so ein bisschen eingrooven, seinen Arbeitsplatz herrichten und hat da dann nicht den Stress. Ich gebe euch dann auch nochmal zum Ende hin meine ultimative Checkliste mit, beziehungsweise ein paar Sachen, die ich einpacken würde an eurer Stelle. Auf jeden Fall genug früh da sein ist der erste Punkt. Das ist relativ obvious, aber wollte ich nochmal erwähnen. Es gibt sicher auch immer die eine oder andere Person, die gerne last minute kommt. Würde ich im Staatsexamen einfach nicht empfehlen. Don't do it. Ihr seid eh schon gestresst genug und da dann noch so ein Zeitding draus zu machen, finde ich ein bisschen unnötig. Im Zweifel schlaft ihr wahrscheinlich eh nicht so gut die Nacht davor. Würde ich euch nicht wünschen, aber passiert ja dann doch öfter. Generell zum Thema, was macht man einen Tag davor? Ich habe an dem Tag eigentlich eingeplant gehabt, gar nicht mehr zu lernen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert. Also ich habe an dem Tag noch so ein bisschen Last-Minute-Pressure-Learning gemacht. Ich weiß nicht, ob das so super sinnvoll war. Ich wollte da irgendwie einfach mit durchkommen und habe dann aber auch irgendwann abgebrochen, weil mein Kopf total voll war und mit anderen Dingen beschäftigt, als irgendwie noch zum 100.000. Mal die Drittschadensliquidation durchzugehen.
Und ich habe an dem Tag dann auch Snacks gekauft. Versucht euch mit koffeinhaltigen Produkten auszustatten, weil man auch energiemäßig schon die Tage dann abbaut. Also mein Energielevel am Anfang war deutlich höher, einfach weil man mit Adrenalin zugepumpt ist und super angespannt ist. Und dann so an Tag 5 und 6 dachte ich so, ja, könnte jetzt auch was anderes, geileres machen und war dann irgendwie auch so ein bisschen abgelenkt und durch. Deswegen auf meine Packliste kommt ganz, ganz oben Koffein in jeder Form. Sei es Kaffee, sei es Red Bull, sei es irgendwas anderes. Einige hatten auch Koffeintabletten dabei. Würde ich davor testen, ob ihr die vertragt oder ob ihr dann irgendwie Durchfall bekommt. I don't know. Ich habe im Extra in München geschrieben. Das ist so ein Klausurenraum. Da schreiben sehr, sehr viele ihre Abschlussarbeiten anscheinend. Also nicht nur Staatsexamen, sondern auch Mediziner sind da. Und generell werden da ganz viele Prüfungsarbeiten einfach geschrieben. Das ist ein Ort, der kommt auch mit Sicherheitspersonal. Also da gab es immer ein, zwei Sicherheitsleute. Am Anfang steht man noch ein bisschen draußen rum. Keine Ahnung, ich habe noch auf ein paar Leute gewartet. Und generell so die Stimmung, also je nachdem, mit was für Leuten ihr euch umgibt, aber das ist mein Tipp, umgebt euch halt mit positiven Leuten, die dann auch irgendwie nicht noch auf den letzten Drücker irgendwie was lernen oder euch da irgendwie noch so fachliche Fragen stellen, sondern wo man einfach so gechillte Smalltalk-Gespräche führt, um sich ein bisschen gegenseitig so runterzubringen, so gut es geht. Und dann geht man rein, am ersten Tag oder auch die folgenden Tage, aber da braucht ihr den Plan dann eigentlich nicht mehr, hängt so ein Plan aus. Und ihr habt verschiedene Nummern auf eurer Ladung. Also ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, Ladung und Personalausweis jeden Tag einzupacken. Ich hole mal kurz so eine Ladung, dann zeige ich euch, wie die aussieht. Das ist so ein Zettel. Ich zeige euch jetzt die vordere Seite nicht, weil da meine Adresse drauf ist. Aber es gibt im Prinzip auf dieser Ladung zwei Nummern, die wichtig sind. Einmal die Prüfungsnummer und den Ergebniscode. Diesen Zettel solltet ihr sowieso gut aufbewahren, weil ihr diesen Ergebniscode eben zum Abrufen eurer Prüfungsergebnisse braucht. Was ihr aber beim Anfertigen der schriftlichen Arbeiten braucht, ist die Prüfungsnummer. Das ist eine Nummer mit einem Buchstabe und drei Zahlen. Und die sucht ihr auf diesem Plan, weil da dann euer Sitzplatz sozusagen markiert ist. Es gibt verschiedene Blöcke. Ich weiß nicht, wie das an anderen Prüfungsstandorten war. Ich habe eigentlich beide Male im Block 1 geschrieben. Das ist eben durchnummeriert. Ich weiß auch nicht, wie das genau aufgebaut ist, aber das werdet ihr auf jeden Fall dann erfahren. Und die Sicherheitsleute sind auch immer total nett. Die helfen euch safe. Auf dem Plan steht dann aber nicht nur diese Nummer, sondern auch euer Name. Also ihr könnt auch einfach nach eurem Namen suchen. Da steht dann eben die Nummer dabei, falls ihr so landläufige Namen habt wie mich. Ich heiße ja Stefanie Müller, so heißt ungefähr jeder Zweite. Deswegen checkt dann nochmal die Nummer zusätzlich und dann habt ihr da eben so eine Platznummer, da könnt ihr hingehen. Auf eurem Platz habt ihr dann eben diese Aufkleber und oben drauf steht auch nochmal euer Name, also checkt wirklich, ob das euer Platz ist. Das sind 6 Stück und ja, dann könnt ihr euch da einrichten. Ich habe immer eigentlich meine Ladung auf eine Gangseite gelegt und auch meinen Personalausweis eben gut sichtbar. Und ja, damit die Leute einfach nur vorbeigehen können und das überprüfen, ob alles passt, ob ihr geladen seid, auch an dem richtigen Prüfungsstandort seid und so. Ja, dann könnt ihr eigentlich eure ganzen Sachen auspacken. Und an dem Punkt jetzt kurzer Einschub, was sollte man alles mitbringen? Bitte nehmt immer all eure Gesetzestexte mit. Also ich weiß, es ist super verlockend, irgendwie irgend so ein komisches Arbeitsgesetz zu Hause zu lassen. Aber Leute, die Panik ist enorm big, wenn ihr dieses fucking Gesetz dann an dem Tag nicht da habt, wo es drankommt. Deswegen immer alle Gesetze mitnehmen zu jeder Klausur, also alle zugelassenen Hilfsmittel. Europarecht, Arbeitsrecht, euer Landesgesetz, also bei mir Ziegler-Trenel, Sartorius und den Habersack. And you're good to go. Ich habe da so einen kleinen Koffer gehabt, wo ich das mal alles reingetan habe. Und ja, dieser Koffer wurde auch nicht ausgepackt zwischen den Tagen, also einfach so lassen, damit man gar nicht in die Versuchung kommt, da irgendwas auszupacken oder rumzubessern. Das heißt, man packt dann alle Bücher aus. Ihr könnt ja gucken, je nachdem, zum Beispiel wenn Zivilrecht dran ist, habe ich halt den Habersack schon auf den Tisch gestellt. Und alles andere dann dürft ihr unten an eurem Platz auf den Boden legen. Generell solltet ihr versuchen, so wenig Dinge wie möglich irgendwie eingepackt zu lassen. Also in irgendwelchen zusätzlichen Verpackungen oder so. Natürlich Essen offensichtlich verpackt. Aber es sollte alles so gut wie möglich sichtbar am Platz sein, damit die Kontrolleure, also die Security-Menschen beziehungsweise auch die Aufsichten einfach gut, das gut überblicken können, wenn sie durchgehen. Also ich habe meine Stifte und so, hatte ich in einem Federmäppchen, aber habe das Federmäppchen dann
quasi weggepackt und hat die Stifte alle rausgemacht. Also die lagen alle lose auf dem Platz. Ja, dann Essen und so Snacks und so hatte ich auch alles, so gut es geht, lose und auch Getränke und so. Das heißt, der Platz ist gut gefüllt, ja, aber ihr könnt euch da so ein bisschen einrichten, habt da keinen Zeitstress und dann könnt ihr alle leeren Dinge zusammenpacken und eure Taschen und so, beziehungsweise auch Jacken oder Mänteln, könnt ihr dann hinten in eine Garderobe bringen. Die wird auch abgeschlossen und da darf man dann auch nur, sofern es gestattet ist, in Begleitung während der Klausur hin. Also falls ihr irgendwas vergessen habt, irgendwie Tabletten oder so braucht, dürft ihr das schon. Aber an sich darf man da nicht hin. Man darf generell auch das Prüfungsgebäude oder den Klausurraum während der Klausur nicht verlassen. Also auch nicht zum Rauchen oder was auch immer. Genau. Und das ist eigentlich so der Ablauf. Also ich bin jeden Tag in dieses Gebäude rein, habe mein ganzes Zeug ausgepackt. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr den Personalausweis und eure Ladung immer dabei habt. Und an jedem Tag liegt dann auch ein neuer Prüfungsblock, also ein neuer Klausurblock an eurem Platz. Ready to write. Da könnt ihr dann immer schon mal einen Aufkleber draufkleben, falls ihr an irgendeinem Tag keine Aufkleber mehr haben solltet, weil ihr mehr Blöcke gebraucht habt als gedacht. Also vorgesehen ist ein Block pro Klausur. Dann könnt ihr das auch handschriftlich ergänzen. Das sagen die Leute aber auch alle nochmal. Das ist generell so ein Tipp. Alles nachfragen. Egal wie dumm man sich vorkommt. Besser fünfmal nachgefragt, als wenn man es dann falsch macht. Ja, und dann ist es auch gleich irgendwie abgesegnet. Man kommt da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten. Und dann könnt ihr euch noch bei eurer Aufsicht eben Schmierpapier holen. Macht man dann eigentlich immer noch danach, wenn man eigentlich schon alles ready ausgepackt hat. Und je nachdem, wie viel Zeit ist, sind die meisten dann nochmal rausgegangen, haben ein bisschen gechillt, schon das Ezra Bull aufgemacht, I don't know, einfach so ein bisschen angekommen, vielleicht noch was gegessen oder so. Und dann so um 20 nach 8 oder so sind die meisten dann wieder reingegangen, haben sich schon mal hingesetzt, so ein bisschen gesettelt. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon los. Am ersten Tag gibt es dann nochmal eine längere Belehrung oder eine Belehrung in Langform. Die wird dann immer an allen weiteren Tagen nur noch in Kurzform abgehalten oder vorgelesen von der vorsitzenden Aufsichtsperson. Und dann wird eigentlich nur noch auf die Uhr geguckt und irgendeine runde Minute gesucht, an der es dann losgehen kann. Das sagt sie dann nochmal an. Es ist jetzt, halt, keine Ahnung, Beispiel, es ist jetzt 8.35 Uhr. Die Bearbeitungszeit endet um 14.35 Uhr. Nee, Moment, das sind zu viele Stunden. Um 13.35 Uhr. You know the drill. Das sagt sie dann an und dann geht die offizielle Bearbeitungszeit los. Was ich jetzt übersprungen habe, ist natürlich noch, dass der Sachverhalt ausgegeben wird. Das sagt sie aber auch alles an, also das ist dann offensichtlich. Dann wird umgedreht und dann geht das Bearbeiten los. Sollte euch ein Video mal dazu interessieren, wie man sinnvoll an Klausursachverhalt rangeht, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich dazu nochmal ein extra Video. Das würde jetzt wie gesagt den Rahmen sprengen und hat eigentlich auch nichts mit dem organisatorischen Part vom Staatsexamen zu tun. Auf jeden Fall ist es dann meistens so, dass die letzte Stunde nochmal von der Aufsichtsperson angesagt wird, die letzten 5 Minuten und die letzte Minute. Und danach sollte man auch wirklich nicht mehr schreiben, wenn sie das angesagt hat. Ja, dann Stifte weg. Das Security- bzw. Sicherheitspersonal von dem Klausurraum sammelt dann alles ein, sammelt die Klausuren ein und dann are you good to go. Meistens muss man noch sitzen bleiben, bis die eigene Reihe oder so fertig ist. Und kann dann zur Garderobe gehen und sein Zeug wiederholen, alles wieder einpacken und das war dann der erste Staatsexamenstag im Schnelldurchlauf. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar Packtipps bzw. Dingen, die ich euch empfehlen würde einzupacken. Zum einen, ich habe das eigentlich alles hier, Oropax. Ihr wisst nie, neben wem oder in welcher Nähe von irgendeiner Person ihr sitzt, die sehr, sehr laut atmet oder generell Geräusche macht, die euch irgendwie stören in eurer Konzentration. Ist ja meistens nicht böse gemeint, aber ich finde Oropax trotzdem immer sehr angenehm. Ich habe teilweise auch nur so 1-2 Stunden damit gearbeitet und konnte mich dann den restlichen Tag so konzentrieren, aber Oropax auf jeden Fall wichtig und richtig mitzunehmen. Falls ihr krank seid, natürlich alles, was irgendwie die Krankheit ein bisschen unterdrückt. Ich würde euch nämlich empfehlen, so gut es geht, bei allen Klausurtagen zu erscheinen und wirklich nur im äußersten Notfall den Gang zum Amtsarzt anzutreten. Dann natürlich irgendwelche Getränke, die ihr mögt. Irgendwas, was pusht. Kein Alkohol, also Wasser oder koffeinhaltige Getränke. Was ich da noch empfehlen kann, falls ihr Mäuse seid, die so ein bisschen mit so Angstperioden, Angstphasen, strugglen, also irgendwie so Panikattacken oder so haben, ist jetzt nicht
so dass es dadurch dann weggeht, aber es ist so ein bisschen gedämpfter und man hat generell so ein bisschen more at ease Stresslevel, sag ich mal. Ich habe total gerne die Lasea-Pillen verwendet. Das sind auf pflanzlicher Basis. Die kriegt ihr Rezept von der Apotheke. Fand ich sehr, sehr gut. Und hat mir sehr geholfen. Also ich habe die auch vor der mündlichen genommen und generell so ein bisschen, wenn ich in der Examsphase es für nötig gehalten habe. Ja, und ansonsten noch Snacks, die man so gut essen kann, ohne irgendwie komplett alle Kirre zu machen. Also kein Big Mac oder so, aber es ist, denke ich, obvious. Halt die Sachen, die man sonst auch in der Klausur mitnimmt. Traubenzucker, Kaugummi, Aspirin für den Fall der Fälle, falls es irgendwie nicht mehr geht. Falls ihr irgendwie so ein bisschen mit Magendings Probleme habt. Vielleicht auch eine Vomex mitnehmen. Das ist so eine Tablette gegen Reiseübelkeit. Also so ein bisschen Sachen, die so im Rahmen des Möglichen sind, was passieren kann. Falls ihr mit Kopfschmerzen struggelt, eben Kopfschmerztabletten, you name it. Ich habe gerade ungefähr eine halbe Apotheke aufgesagt, aber solche Dinge halt. Ja, Riegel, viele Kugelschreiber. Ich habe immer viel zu viele Kugelschreiber mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so jemand seid, aber ich habe immer Angst. Also meine größte Angst ist nicht, dass ich nichts weiß, sondern dass ich was weiß und es nicht hinschreiben kann, weil ich keinen fucking Ersatzkugelschreiber dabei habe. Und deswegen hatte ich immer 15 Kugelschreiber dabei. Habe ich die jemals gebraucht? Nö. Ich habe nur mit einem einzigen geschrieben, beziehungsweise maximal mit zwei. Aber besser ist es, das dabei gehabt zu haben. All good. Brille, habe ich komplett vergessen. Richtig obvious. Marker, also Stifte halt. Das war aber eigentlich bei Kugelschreibern drin. Ganz wichtig noch, so Kalender. Ich hatte da von meinem Rep immer so einen Lineal-Kalender, wo man irgendwie Fristen ausrechnen kann, also ein Fristenrechner. Ihr könnt euch aber auch einfach aus dem Internet irgendeinen Kalender ziehen. Und dann noch zur Kategorie allgemeine Lebenstipps mit Steffi oder allgemeine Lebensweisheiten, besser gesagt. Nummer 1, ihr seid kein Unmensch, wenn ihr nach einer fünfstündigen Staatsexamensklausur nicht direkt den Weg in die BIP antretet, sondern tatsächlich mal eine Pause macht. Holy shit, sollen ja einige machen, ist nicht verboten. Ich habe tatsächlich auch bei meinem Verbesserungsversuch ab und an abends nochmal ein Stündchen oder so gelernt. Ich weiß nicht, wie viel das gebracht hat, aber manchmal beruhigt es ja auch so ein bisschen das Gewissen. Macht es einfach nach eurem Gusto bzw. eurem Bauchgefühl, aber macht auf jeden Fall auch eine Pause. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Sechs Klausuren sind happig, können den Körper auch physisch ganz schön fordern, aber ebenso sehr eben auch psychisch einfach anstrengen. Und deswegen gönnt euch da eine Pause. Nummer 2, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr euch nach der letzten Klausur im Staatsexamen irgendwie nicht nach Feiern fühlt. Ich persönlich hatte sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal irgendwie nicht diese Feierlaune direkt, weil ich einfach super erschöpft war. Und gerade auch beim ersten Mal ich auch einfach in der Klausur nicht so zufrieden mit meiner Leistung war und deswegen auch einfach, ja, nach Hause wollte. Ich wurde auch von niemandem abgeholt, von keinem von meinen Freunden, was kein Shade an die ist oder keine Kritik. Ich meine, die sind alle arbeitstätig und wohnen auch teilweise woanders, also es ist all good. So, das also auch nochmal als kleiner Reminder, es ist nicht schlimm und ihr seid nicht weniger wert, wenn ihr nicht von einer Schar an Leuten abgeholt werdet. Alles gut. Und last but not least, bitte gönnt euch auch nach dieser Staatsexamenszeit eine Auszeit. Die darf auch ein paar Wochen andauern. Bei mir hat sie 1,5 Monate gedauert. Dann habe ich mich mal irgendwann wieder aufgerafft und bin der Universität etwas näher gekommen als nur von außen. War in der BIP und habe dann versucht, mich ein bisschen auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Spoiler Alert, es war auch alles vor der Notenbekanntgabe eher so mehr Schein als Sein. Aber ist okay. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video was gebracht. Ich hoffe, ihr habt vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, wie das Staatsexamen abläuft, was wichtig ist. Und habt vielleicht jetzt ein Stück weit weniger Angst davor. Ich weiß, man kann einem die Angst auch nicht komplett nehmen. Das sollte dieses Video auch gar nicht bezwecken. Aber solange ihr den Mehrwert daraus mitgenommen habt, das ist schon mal super. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und folgt diesem Kanal gerne für mehr Jura-Studiums-Content und Jura-Content in general oder Content von mir in person. Yes, ich freue mich total, wenn ihr im nächsten Video auch wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao, ciao!